Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Peter Boys. Heute wieder mit dem Wollo natürlich, weil Wollo ist einer der Peter Boys. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir haben heute unseren Stargast mit dabei, den weltbekannten, den weltberühmten, den weltbeliebten Maeve Explorers. Hallo. Hallo. Eine Frage, Maeve. Ja. Die mir direkt. Aber wir haben Rick mit dabei, ne? Die brennt mir auf der Seele, die muss ich loswerden. Okay. Und zwar, warum sollte man gerade einen Podcast mit dir drin hören? Ja, ich wusste, dass sowas das kommt. Weil ich aalglatt bin, mich mit jedem gut stelle, ich nie ein Drama mit jemandem habe und wenn, dann wird es sofort gelöst. Ja, eigentlich bin ich so der. Eigentlich bist du so der schlechteste Rückgrat, Teilnehmer, ne? Für diesen Podcast, den man haben kann, ne? Ja. Eigentlich. Das klingt ziemlich langweilig. Wolltet ihr Stress haben? Okay. Wir wollten eigentlich Stress haben mit dir. Thema Stress, Thema Drama hast du ja schon angesprochen. Das ist ja schon mal sehr, 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 sehr gut. Wir reden nämlich heute über das aktuelle Drama, was momentan so auf den ganzen Plattformen unterwegs ist. Ich weiß nicht, Wollo kriegt da nie was mit? Geht's. Maeve kriegt alles mit, aber sagt dazu nichts. Und ich kriege alles mit und feiere den Arsch ab. Ich kriege auch nicht alles mit. Okay. Mir wird oft vorgeworfen, ich weiß nicht, Wollo dir wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, dass wir in einer Blase leben. Nee, und nix, das hat mir noch niemand gesagt. Und nichts von außen mitkriegen. Ah, die wissen schon, dass du in keine Blase reinpasst, oder? Naja, also wenn die groß genug ist. Gibt's keine. Kommt auf einmal, wie groß die Blase ist. Also wenn das so ein Haus ist, dann passt das schon rein. Nee, also tatsächlich hat mir das so noch keiner vorgeworfen. Okay. Wie, Ricky? Nee, ich krieg ja vieles mit. Achso, du lebst in keiner Blase. Nee. Aber Ricky kriegt, glaube ich, wirklich viel mit, tatsächlich. Ja, ich folge auch vielen auf Twitter und ich bin ja so ganz auf Twitter unterwegs. Kann es sein, dass du viel Langeweile hast? Ja. Ach so. Aber ich, Bistro läuft schlecht. dann bist du ja in deiner Twitter-Blase. Dann erlebst du ja, aber das echte Leben erlebst du ja trotzdem nicht. Natürlich. Was haben denn YouTube-Drama mit echtem Leben zu tun? Nichts. Das meine ich doch. Ja, siehst du. Das ist doch das, worauf ich hinaus will. Nee, verstehe ich nicht. Da bin ich nicht verstanden. Siehst du, und weißt du, warum du das nicht verstehst, Regie? Weil du in deiner Blase gefangen bist. Ah, okay. Komm doch mal raus. Hilfe. Nein, okay. Oh Mann. Ja gut, dann erzähl, was ist denn da jetzt? Also was gibt's denn für Drama? Es gab ja jetzt letztens ein paar YouTube-Dramen und auch Twitch-Dramen und so weiter. Nee. Oh doch. Und zwar gab es ja eine Twitch-Streamerin, die hat ihren Hund über ihren Kopf geworfen. Nein, das stimmt nicht. Das ist schon eine Lüge. Was? Direkt die ersten Lügen, die hier verbreitet werden. Das war eine Katze. Das gibt Anzeige. Ich muss nur vorsichtig sein. War das eine Katze? Das war eine Katze. Den Hund einfach so mit einer Hand mal eben so wupp. Rüber, weißt du, ich stell mir da gerade so einen großen Schäferhund vor, so groß ist wie ich. Stimmt, das war eine Katze. Flupp, wer fliegt da, ey? Das mit dem Hund war was anderes, das habe ich durcheinander gemacht. Aber hat eine Katze über den Kopf geworfen und hat dieser Katze auch Wodka gegeben. Also so ein Wodka-Kuss hat sie der Katze gegeben, ja. Und ja, das ist schlimm. Das ist sehr schlimm. Thema beendet, nächstes Thema. Ich habe eine Frage, ich habe aber gar keine Ahnung. So. Ja. Deswegen muss ich hinterfragen, wie schlimm ist es denn tatsächlich? Darf eine Katze keinen Alkohol trinken? Nein, natürlich nicht. Das ist ich denke nicht. Da können die, da können die dann verhindern. Menschen dürfen auch keinen Alkohol trinken. Also das ist tatsächlich für Tiere ist Alkohol tatsächlich sehr giftig. Und dementsprechend. Uns auch. Ja, aber bei uns ist es ja ein bisschen was anderes. Ne? Also ich meine, wir sind ja, wir drei zum Beispiel sind ja auch gestandene Männer. Wir können das ja auch ab. Und, auf jeden Fall. Und nee, das Ding ist halt so, ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit irgendwie so oder in den letzten Jahren die Dramen irgendwie immer mehr werden. Kann das sein? Jetzt geht's mal los. Ich glaube nicht. Drama, ist das ein Drama? Ich sehe da kein Drama. Warum siehst du das? Drama findet für mich eher so zwischen zerstrittenen Menschen statt und nicht, da hat jemand sein Tier geworfen. Ich glaube, es ist nicht mehr oder weniger als noch vor ein paar Jahren. Echt nicht? Glaube nicht. Man kriegt jetzt nur mehr mit. Oder man ist heutzutage empfindlich, schau, oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist ja sowieso, du brauchst ja sagen, 14 oder so getriggert wie sonst was. Aber ich hab wirklich das Gefühl, dass du an jeder Ecke hörst du nur noch, der mit dem Beef und PewDiePie-Drama hier und da dies und da das und da jenes und so weiter. Der ist ja auch von Disney irgendwie weggekommen, ne? Ja, PewDiePie und sowas alles doch damals. Ja, weil der irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber irgendwas Rassistisches, ne? Rassistisches. Ist das nicht voll alt?
Ja, natürlich, ja. Das, natürlich sofort. Aber ich rede ja generell über, wollen wir über Dramen reden und so weiter. Ich meine, wir waren eigentlich, also der Einzige, der wirklich mal einem riesigen großen Drama verwickelt war, war Wollo. Ja, völlig grundlos. Wenn die Leute wüssten, warum ich überhaupt in dieses Drama gekommen bin, dann ist es eigentlich nur wegen euch. Wieso wegen uns? Wollen wir drüber reden? Klar, reden wir drüber. Ja, reden wir drüber. So, dieses Drama, ne, mal ganz kurz, ich wurde ja mal massivst gehatet von allem und jedem kleineren Nintendo-YouTuber, den es gab. Ne, das ist dann ja immer so, wenn einer anfängt, dann stürzen sich die anderen ja auch alle drauf. Ne? So, ja, dem großen Wollo, dem zeigen wir es jetzt. Absolut. So, folgendes war, ein Kumpel von uns allen, mehr oder weniger, ja. Übrigens ist das alles jetzt mittlerweile geklärt, bevor es endet. Ja, das ist alles lange durch. Und alles cool und alles Frieden. Wollte einen Spendenstream machen. So. Und hatte dann auch darum gebeten, dass wir das retweeten. So. Allerdings war es zu der Zeit, dass sich auch besagter Kumpel so ständig über gewisse Dinge lustig gemacht hat von uns und von mir. Wo ich mir dann halt auch so dachte, so eigentlich habe ich keinen Bock, das jetzt zu supporten und unter diesen Umständen. Aber wir hatten in der Rasselbandengruppe drüber geschrieben. Und ich hatte dann noch so gesagt, ja, retweet ich das halt. Ich meine, es ist ja für einen guten Zweck. Und dann wurde von euch Fickern gesagt, das stimmt. Nee, tu's nicht. Alle hatten einheitlich gesagt, mach's nicht, Wollo. Das solltest du jetzt nicht machen. Und dann habe ich es gelassen, weil ihr mich belabert habt. Ja. Und dafür habe ich dann den Shitstorm meines Lebens bekommen. Also ich kann mich nicht erinnern. Nur weil ich auf euch gehört habe. Ich kann mich auch nicht dran erinnern. Ich erinnere mich sehr gut. Ich kann mich da auch nicht dran erinnern. Also so oft haben natürlich wir auch erstmal nicht. Gar nicht in das... Doch, wir haben da sehr oft in das Skype-Gruppe geschrieben. Das war eine intensive Gruppe. Das war stimmt. Die Skype-Gruppe war intensiv damals. Aber ich hätte doch niemals davon abgeredet, einen Charity-Stream zu teilen. Follow. Doch, weil wir halt den Streit an sich hatten. Ja, mit dem. Wir auch. Ja. Ja, und dann... So, deswegen war ja auch unser gutes Recht, dann einfach das zu lassen, ja, in aber, dem Moment. Aber ist ja so. Aber im Nachhinein muss ich sagen, war vielleicht doch, hätten wir vielleicht einfach retweeten sollen, so aus Nettigkeit. Ja, ich hab's ja von Anfang an gesagt. Ja, Maeve war wieder schuld. Ich denke auch, dass Maeve da so die tragende Kraft war. Ich hätte diplomatisch vermittelt, ne? Er hätte ich hätte den Kontakt gesucht mit der Person und dann hätte ich da Verträge verhandelt. Keine Ahnung. Wollo, ein Retweet ist wirklich nicht so schlimm. Ja, also wirklich, Wollo, das hätte ich auch nicht von dir erwarten, dass du das nicht retweet. Aber auf der anderen Seite egal. Ist es auch nicht so schlimm, etwas vielleicht mal nicht retweetet zu haben. Da muss man auch nicht gleich ein Fass aufmachen, ne? Ja, oder? Also das Ding ist halt, das macht mich noch nicht zum Teufel. Nee, das stimmt. Das möchte ich jetzt mal sagen. Also, da wurde vielleicht ein bisschen übertrieben. Es war zwar vielleicht ein bisschen uncool, aber es ist halt kein Grund, da so richtige Diskussionen anzufangen und so weiter. Und ein Track gegen dich zu machen. Ach ja, stimmt! Da hast du noch einen Diss-Track und so weiter. Ja, ja. Ein Jahres-Rap-Blick gab es für dich. Der war gut. Der war eigentlich ganz gut. Hab ich nie gehört. Ich glaube, der war so gut. Hören wir solche Sachen immer nie an. Doch, der war ganz kann ich gut. Nicht haben. War ganz cool. Und ja, das war meine persönliche Geschichte zu meinem eigenen Shitstorm. Hattest du die noch irgendwie noch einen gehabt oder so? Ich meine auch, dass da noch was war, aber fällt mir gerade auch nicht ein, was es war. Ich weiß es, glaube ich. War das denn mit einem Spendengoal? Mit was? Mit einem Spendengoal? Ach ja. Ja. Oh Gott, hör mal auf, ey. Ich glaube, er will nicht drüber reden. Ich habe einfach. Man hatte halt ein Donation-Goal drin zu der Zeit, ne? Da stand dann drin, 150 Euro kommt in dieser Woche zusammen, dann machen wir am Wochenende alle drei Crash Bandicoot-Spiele am Stück. So als Dankeschön. Ich erinnere mich. Ja, ja. So, das war dann der Stein des Anstoßes und das Ding war halt so, also, ich meine, die 150 Euro, die kamen damals zu der Zeit immer in der ersten halben Stunde der Woche sowieso schon zusammen. Das war also mehr im Grunde nur so ein hier, das gibt's sowieso als Dankeschön. Ne? Habe ich eigentlich nur aus reiner Menschlichkeit hab ich das rausgehalten. Wollo ist, ne? Wollo ist jetzt ein Alarmer von Twitch. Er tut so viel für uns. Er tut so viel für uns. Das ist es nämlich. Und es wurde wieder nicht gedankt. Stattdessen heißt es, Geld aus der Tasche ziehen. Bla, 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 bla. Naja. Hat sich aber auch mittlerweile eigentlich nicht geklärt, aber es ist halt durch, ne? Ist halt Gras drüber gewachsen.
Ja, das Gras drüber gibt gewachsen. Außerdem, jetzt ist wieder frisch. Gibt außerdem wieder frisch. Viel, viel schlimmere Donation Ghouls. Ja. Also da, ja, jetzt mal ernsthaft, ne? Das ist ja gar nichts, ne? No. Nee, das ist mal ernsthaft. Wenn man da an diese. Wobei, wir dürfen darüber eigentlich gar nicht reden, ne? Wenn das andere Twitch-Partner sind, dürfen wir darüber gar nicht reden. Das stimmt. Wir dürfen die nicht persönlich nennen. Wir dürfen nicht persönlich über eine Person haten, aber wir dürfen über das natürlich. Aber man darf eine Sache erwähnen, also das mit dem Pferd dürfte ich jetzt erwähnen. Darüber dürfte ich reden. Naja, wenn Nein. du nicht persönlich über die. Naja, das Pferdding war schon krass. Das ist ja so lange. Ich weiß halt nicht mal, wer das war. Das kann man ich ja, weiß den Namen nicht mehr. Aber das können ja andere Leute zuordnen. Also wir wollen uns mal hier nicht deswegen. In Teufelsküche nee, geben. Erstmal ne? das, aber solange wir nicht schlecht über die Person haten, sondern nur das Ding. So, es gibt ja Maße zwischen so, man findet eine Sache nicht gut oder man hält über eine Ricky Person. Ricky war schon mal gebannt auf Twitch. Ich weiß nicht, ob ich auf den hören sollte. Einmal. Aber einmal. Auch nur, weil wir aus Versehen kurz ein bisschen Wrestling gezeigt haben. Man kennt's. Der Schwerverbrecher, Ricky. Der Schwerverbrecher. Hat er mal kurz 5 Sekunden vom Livestream von YouTube von WWE gezeigt. Zack. Wie lange gab's? Bahn. 24 Stunden. 24 Stunden Bahn. Da hat WWE direkt gesagt, nee, geht nicht. Das ist weg. Und das Schönste ist, du warst nicht nur gebannt, sondern einfach alle Personen, die mit diesem Kanal zu tun hatten. Und alle. Das war so ein Gemeinschaftskanal. Wir waren zu siebt. Alle 7 Leute durften nicht mehr streamen den ganzen Tag. Wegen einer Sekunde. Wegen 3. War das nur 5. Ton oder auch Bild? Oder 5. Nee, war nur Ton. Nur Bild. Nur Bild? War nur Bild, ja. Na gut, Bild ist natürlich schlimm, ne? Ich hatte ja auch in den letzten, vor glaube ich, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren auch ein riesiges YouTube-Drama, falls ihr euch noch erinnert. Oder Twitch. Ich wollte gerade fragen, ob es bei euch denn jetzt auch was gab. Ja. Wir hatten ja das Problem, also es wissen ja viele so, ich würde es auch einfach grundsätzlich versuchen, so gut es geht, keine Namen zu nennen. Wir haben ja damals, ich spiele ja viel Roleplay. So GTA-Roleplay und Arma-Roleplay, das ist halt, also ich dachte immer, dass die Nintendo-Szene wirklich so alles aus Pennern besteht und so aus Arschlöchern und Nichtsgönnern. Und dann habe ich die RP-Szene kennengelernt, da bin ich so, unangenehm. Ja, was willst du denn erwarten? Ich könnte jetzt richtig einen abledern, aber ich mach's lieber nicht. Aber ist die RP-Szene nicht die, die auch sich untereinander richtig krass pusht und in Partnerstatus reinhebt und sowas alles? Oder sagt man das nicht immer den RP-Genre? Also ich merke immer mehr, dass halt die Leute sich untereinander immer mehr, ne, so. Es ist ein bisschen eklig geworden. Es ist eigentlich so gewesen, aber es ist immer ekliger geworden. Auf jeden Fall hatten wir ja damals auf einem Projekt gespielt und auf diesem Projekt wurde dann da. Ach, ja. Ja, weißt du, wie krass jetzt abgegangen ist, oder? Jetzt kommt's, mir fällt's gerade wieder ein. Jo, ja. Geil, da habe ich mich immer drauf gefreut. War super, ne? Ja. Da wurde ein Typ drauf gebannt auf dem Projekt, weil es gab da ein bisschen Stress und er hat sich an die Regeln nicht gehalten und wurde aber anfänglich ein bisschen beschützt von den ganzen anderen Sachen, also von der ganzen Administrative und so weiter. Also nicht beschützt, sondern war halt ein guter Freund von denen und hatte dementsprechend auch ein paar Vorzüge gehabt, aber irgendwann wurde es dann halt zu viel und wurde dafür dann halt auch temporär. Ich habe das Wort habe ich gerade gesucht. Temporär vom Server gebannt. Ich glaube, das waren irgendwie 5 oder 7 Tage oder so. Und dann, danach ist er dann natürlich, weil es war natürlich auch sein Hauptgame und auch auf Twitch damals so. Und dann ist er damals ausgerastet und hat dann angefangen, gegen alles und jeden zu schießen. Und ich war zuerst auch noch, als er dann anfing, so gegen das Projekt und gegen die Person von dem Projekt zu schießen, im Stream hat gesagt, ey, pass auf, muss das jetzt alles öffentlich sein und so weiter. Der sagt, wie willst du denn jetzt? Und dann wurde er direkt gebannt und auch über mich hergezogen, direkt on-stream und so weiter. Und das hat er dann ein paar Monate durchgezogen. Das ging tatsächlich so weit, dass auch die besagten Personen des Projektes auch Morddrohungen und so weiter erhalten haben und so weiter. Ob die Person das gewollt hat oder nicht, kann man natürlich jetzt schlecht sagen. Ob das die Intention war oder so, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So schlecht kann auch gar keiner sein, oder? Dass man jemanden Morddrohung wünscht oder sowas? Also eigentlich nicht. Naja. Aber man hört es ja immer wieder. Ich kenne ja dich, Ricky, also von daher. Wow. Auf jeden Fall ging das dann immer hin und her und hin und her und hin und her. Und dann irgendwann war es dann so weit tatsächlich, dass er dann mehrere temporäre Bans auf Twitch bekommen hat auch dafür. Und irgendwann dann auch einen permanenten Twitch-Ausschluss. Und als dieses dann ausgesprochen ist, hat er dann gesagt, pass auf, jetzt dreh ich richtig auf. Hat er dann einen extra YouTube-Kanal gemacht. Es ging auch die ganze Zeit auf Twitter hin und her, das hatte ja auch den Volo, dass sogar Volo das mitbekommen hat und mich angeschrieben hat, Digga, was ist denn da los? Naja, so weit ging's. Also es war wirklich so krass, dass Volo mich angeschrieben hat, was ist denn da los? Und er war auch interessiert. So krass muss erstmal ein Streit sein, dass Volo daran interessiert ist. Wenn Ricky involviert ist, dann ist Volo immer interessiert, oder? Eigentlich schon, natürlich. Natürlich, man will ja auch wissen.
Ich liebe uns alle, aber wir sind auch schon missgünstige Menschen. Wir sind so richtige... Ich bin ein missgünstiger Mensch tatsächlich. Wir ergötzen uns daran, wenn andere sich mit anderen Leuten streiten. Das ist ja wirklich... Ist, aber das macht doch jeder. Ja, das ist doch heutzutage nur so. Aber ich habe eine Frage, Ricky. Ja. Und zwar ist ja so, der hat dann ja immer Videos released über euch. So, ne? Also Einzelpersonen mal zwei in einem Video. Ja. Aber das Traurige an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass das Ricky Mania-Video nie released wurde. Ja, finde ich auch sehr schade. Und da stellt sich mir natürlich die große Frage, und die stellt sich bestimmt auch dem Publikum hier, was wäre denn in diesem Ricky Mania-Video gewesen? Was, ich schätze mal, was hätte der Mann gegen dich in der Hand gehabt? Na, ich denke mal nichts in der Hand gehabt, sondern einfach nur dieses typische so, ja, er hat sich da eh nur überall dran Also so, das, was er auch in den Streams erzählt hat. Ich hätte mich ja... Ach so, also dass so einer von diesen typischen hat sich hochgeschlafen, Leute. Ja, hochgeschlafen und er wollte immer nur mit den Großen mitspielen und so. Weißt du, sowas alles? Das klingt ja nach dir. Das kennen wir ja. Oh. Ne, ich meine, also das klingt ja jetzt nicht so abwegig. Oder? Was? Maeve? Was also das du? Klingt nach einem klassischen Ricky, ne? Was? Oder? Ja. Genug. Ist halt so. Kann ich nichts dafür, dass das alle meine Freunde, Bekannte und erfolgreiche YouTuber und Twitcher sind. Und immer wenn ich mit denen. Ich ja nicht. Und immer wenn ich mit denen befreundet bin, stürzen die ab. Das ist immer. Also ich bin nicht tief abgestürzt, aber ich war auch nicht hoch, ne? Ja, das stimmt. Ich war der Einzige, der versucht hat, deinen Kanal hochzuhalten, Maeve. Weißt du noch, wann du deine Hochphase hattest? Noch nie. Noch nie? Ich hatte noch nie einen Hype, glaube ich. Ich sage während des Mario World Let's Plays. Das war. Mario World. Das war vielleicht die Hochphase für dich, ja. Und Rocket. Das war Highlight. Und Rocket League und sowas, weißt du? Rocket League und Forest. Das war schon geil. Aber, ja. Es ging auf Twitter immer hin und her und so weiter. Und wie gesagt, er wurde auf Twitch permanent gebannt. Und seitdem auch arbeitet er noch daran, wieder zu entbannt zu werden. Und es gab bisher auch, war ein bisschen ruhig. Ich glaube, da wurden auch irgendwann später dann Anwälte eingeschaltet und so weiter. Und, war auf jeden Fall nicht schön, so im Nachhinein. Also es gab tatsächlich auch Situationen, wo gewisse Personen tatsächlich auch Angst hatten auch. Weißt du, es wurde ja auch gedroht viel, es wurde tatsächlich auch viel mit Schläge gedroht und viel mit Mord gedroht und so weiter. Und es wurden Adressen geleakt und das war echt nicht schön. Dann kann man ja froh sein, dass du da quasi dran vorbeigeschüttet bist. Ich hab's auch ein bisschen drauf angelegt. Ich bin dann auch hier, weil der legt sich dann auch mit denen an. Dann will ich auch streiten, dann will ich auch richtig streiten. Naja, aber du bist trotzdem gut rausgekommen aus der Geschichte, ne? Ja, finde ich schade, ich hätte gerne ein paar abgekriegt. Ja, wünsche dir nicht zu viel schlimme Sachen, Regen. Na, weiß ich nicht, das hat nicht schlimme Sachen, aber ich stehe. Der hätte 17 neue Zuschauer definitiv gebracht, ja, ne? Genau. Das ist halt das Ding. Und vielleicht wäre einer davon Top-Supporter geworden. Ja, und einer davon wäre vielleicht in sein Bistro gekommen und hätte was Dummes getan. Ja, das Bistro kam ja erst viel später. Ja, also erstmal hat man den Wohnwagen abgefahren. Aber Hater vergessen nicht. Nee, das stimmt. Doch tatsächlich schon. Doch, ich glaube schon. Ich hatte ja letztens auch so ein paar. Deswegen werde ich ja die Adresse tatsächlich vom Bistro nicht mehr sagen. Ich hatte ja anfänglich die Adresse gesagt und es ging dann nachher los, dass tatsächlich Leute dann Fake-Rezensionen geschrieben haben und sowas, ne? Ja, gut, also, dann muss man rechnen, ne? Ja, aber. Keine Ahnung, ich habe gedacht, so, mach was Gutes, dann können die Leute Pommes essen kommen, so 600 Kilometer oder so, wenn sie Bock haben. Der Pommes und Ricky Mania, kann man schon mal. Endlich mal eine gute Pommes zu essen, ich habe auch ein paar Stunden fahren. Da kann man auch mal ein paar Stunden. Ey, Pommes und Bombe. Du wolltest mit Boy auch nochmal hochkommen. Dann gibt's da Capri-Sonne für 1 Euro, Mate. Für einen popligen Euro. Alter. Und das ist ein Angebot? Und machst Cola? Machst du auch ein Autogramm drauf? Ja, natürlich. Hast du was extra? Ja, natürlich. Also ich versuche noch zu kommen, Ricky. Ich versuche es auf jeden Fall. Okay. Je nachdem, wie lange du da noch offen hältst. Ja, bis Oktober. Ja, bis Oktober schaffe ich. Okay. Ah, wobei. nee, und das ist so, keine Ahnung, man war ja immer wieder in so kleineren Dramen verwickelt. So, es gibt ja immer hier so ein bisschen Beef und dann sind wir da weggegangen und dann gab es ja hier so ein bisschen Streit und man hat hier ein paar Sachen gesagt, die man vielleicht nicht hätte sagen sollen. Man hat hier ein paar Sachen. Also keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, dass ich so aus der, ist nicht immer wieder so die Rasselbande, so ein bisschen so der mit der meisten Streit irgendwie hatte. Oder so, oder zumindest nee. in den meisten YouTube-Kram. Also zu der Zeit nicht. Nee, zu der Rasselbandenzeit nicht. Da war ich derjenige, der meisten Streit hatte. Völlig grundlos. Naja, bin ich weiter in der Meinung. Nee, ich habe nie provoziert. Ich war immer ein lieber junger Mann. Das Einzige, was Wollo sich zu Schulden kommen hat lassen, ist, dass er
nicht geantwortet hat, teilweise, und sich nicht. Oh, die Sache wieder. Und ja, aber das Leute war ja ignoriert einfach, hat. War ja auch nicht aus Boshaftigkeit, sondern einfach nur, weil ich zu schüchtern für diese Situation war. Da wollten Leute was mit mir. Das hasse ich sowieso. Schreibt mich halt auch nicht an, dass ihr irgendwas mit mir machen wollt. Ich kann das nachvollziehen. Melde mich, wenn ich mit irgendjemandem was machen will. Ich bin der Wollo. Ich melde mich. Nicht andersrum. Weil ich bin ein schüchterner Typ, ich kann das nicht haben. Ich sag so ungern nein, deswegen sage ich dann erstmal aus der Not heraus ja. Ich kenne das. Aber eigentlich will ich das nicht. Das stimmt. Und dann wird man darauf festgenagelt. Und dann ghoste ich. Ich bin der typische Ghoster. Aber so. Gestern hat mich der Ricky angeschrieben. Ja, er hat geghostet. Und gefragt, ob ich nicht beim Podcast dabei sein möchte. Und das war auch schon wieder so ein Moment. Nein. Das ist. Man will ja eigentlich schon dabei sein, ja, aber irgendwie. Habe ich dann so gedacht, scheiße, jetzt darf ich erstmal nicht raufklicken auf die Nachricht, damit ich die blauen Häkchen da sind, damit er weiß, dass ich es gelesen habe, weil dann will er eine Antwort direkt haben von mir. Ich muss jetzt erstmal überlegen und. Oh, das machen glaube ich alle. Ich guck so, ich versuche mal so weit runter zu scrollen, so dass ich es halt nicht sehe, weißt du, so ein bisschen so. Ich kann von meinem Startbildschirm alles lesen, immer. Ja. Ja, manchmal. Ja, ja. Kann ich auch. Weiß ich, dass ich schon gesehen habe. Ich habe ihn dann so zur Seite gewischt. Du warst dann erstmal so, ja, mit wem denn, weißt du so? Ja, ich bin halt genauso wie Wollo sehr schüchtern, was das angeht, so. Ja, aber uns kennst du doch. Ja, aber ich bin mittlerweile trotzdem nicht mehr so schüchtern wie früher. So mittlerweile komme ich eher klar. Ich bin auch nicht mehr so schüchtern. Wenn ich überlege, wie wir früher TTT aufgenommen haben und es hieß, Maeve macht die Begrüßung, da hatte ich Schiss. Da hatte ich Panik tatsächlich, ja. Und dann habe ich auch noch vergessen. Und dann habe ich verkackt und dann lachen alle und dann, oh, unangenehm. Und ich dachte damals immer, Maeve, das ist so einer, weißt du, der nimmt das alles so mega locker, der kennt ja alle. Kommt ja, müssen wir meinen, ne? Ich dachte auch so, weil ich fand so Maeve war so die Wurzel des Teams. So, der hatte Kontakte so zu Bluebird und zu den ganzen anderen Leuten, die nichts so mit YouTube zu tun haben. Die ganzen YouTubern wie Keggy und Moggy und so weiter, hatte alles, weil er war so verwurzelt. Maeve war so die Grundwurzel, die alles zusammengehalten hat. Ja, aber mein Problem ist, ich lerne keine neuen Leute kennen. Ja, die ich habe, die snacke ich mir, ja, da verwurzel ich mich richtig rein. Ja. Die lasse ich auch nicht los, ne? Aber ich lerne keine neuen Leute kennen. Das ist Ricky perfekt drin, ja. Den kann man losschicken, das ist so ein Pionier, ne? Ich lerne überhaupt keine neuen Leute kennen. Wie nenne ich denn neu großartig kennen? Also von der Rasselbande bist du auf jeden Fall der Leute kennenlernt im Vergleich zu allen anderen. Ja. Also ich habe ja auch die RP-Community habe ich auch nur kennengelernt wegen Blocky. Da Blocky mich den vor. Da habe ich auch wieder. Das ist alles gut, das für die nächste Folge eigentlich. Schon. Na, dann hebst du auf für die nächste Folge. Ja. Mann. Es gab. Wir wollten eigentlich so bei Hater und YouTube-Drama. Wir driften immer ab! Also ich kann nur zum Thema bei mir sagen, ich hatte keinen Hate und keinen Beef bisher. Ich bin nicht relevant genug wahrscheinlich. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Man muss ein bisschen Relevanz mitbringen dafür. Da muss man schon. Es muss sich ja auch lohnen. Es muss sich auch lohnen, mich anzugreifen. Ne? Apropos. Apropos, Wollo, du wolltest noch was erzählen. Ah, ich weiß nicht, ob es so spannend ist. Ich erzähl's trotzdem mal. Ich habe nämlich heute Morgen oder heute Mittag heute live Beef. Frischer geht's nicht. Mit Erlebt. Das ist super frisch. So, es gibt aktuell zwei Streamer auf YouTube, auf Twitch, die machen eine N64 Madness. Und zwar streamen die eine Woche lang, jeder immer, also der eine 12 Stunden N64 Spiele, danach der nächste. So. Und ausgewählt wird das Ganze darüber, dass die spielen Marbles, vielleicht interessant für den lieben Maeve. Kenn ich. Und wenn die dann Marvel spielen mit dem Chat, derjenige, der im Chat gewonnen hat, der darf dann das nächste Spiel aussuchen. So, nun ist es passiert, dass der eine, der hatte letztens schon Majora's Mask, und jetzt wurde ihm Ocarina of Time ausgewählt. So, eine Stunde im Spiel, ich hatte mich gefreut, geil, Ocarina of Time, blind, nice. Oh, eine blind, Stunde im Spiel. Bin. Ja, what's up? Ich erinnere mich an das Race zwischen Maeve und mir. Ja. Das war so gut. Aber das egal. Das kann man jetzt immer noch gucken, ja, Leute? Auf YouTube. Auf YouTube. Echt? Ja, kann man noch gucken, klar. Unser Race kam. Ah, nee, da warst du dabei, einen Part. Eine Folge, weil er uns überholt hat. Nachdem wir schon 5 Jahre gespielt haben. Wollo hat dann richtigen Gas auf. Ah, das hier weiter, Wollo. Auf jeden Fall eine Stunde im Spiel.
kommt der andere Streamer in den Chat und regt sich darüber auf, dass er jetzt Ocarina of Time spielt, denn man hätte doch abgemacht, dass die 3D-Zeldas aufgesplittet werden. Wenn der eine das eine kriegt, dann kriegt der andere das andere. Ne? So. Der andere sagt da erstmal einfach so gar nichts zu, ne? Nimmt das, du lässt das da so stehen, so, spiel jetzt weiter. Ist mir egal. Die Leute reagieren alle drauf. Er schreibt immer wieder so, ey, das war so nicht abgemacht, ne? Hör doch jetzt einfach auf mit dem Spiel, spiel was anderes und ich nehme das dann. Dann gab es eine Stunde lang, also wirklich eine komplette Stunde darüber, Diskussion. Ja, eine wollte immer wieder in den Discord mit ihm, wollte dann mit ihm darüber reden. Es kam schon so rüber, als würde er gleich anfangen zu weinen, deswegen. Und Ende vom Lied auf jeden Fall, er wurde gebannt. Und es ging dann im anderen Stream direkt weiter, weil er spielt jetzt auch das gleiche Spiel, obwohl er eigentlich nicht damit dran ist. Also sie spielen das jetzt beide. Und beide haben sich gegenseitig gebannt. Und ich bin halt sehr gespannt, wie dieser Marathon, der jetzt noch eine Woche geht, weiterlaufen wird. Und was da passiert. Klingt sehr spannend. Ich möchte mir ansehen. Klingt spannend. Wie aber kann denn sowas passieren? Also der ist richtig wütend. Kannten die sich nicht richtig, oder? Doch, die kennen sich. Der eine sagte ja auch, das ist so typisch für dich. Das war mir klar, dass sowas passieren wird, dass du das machst. Ja, aber warum macht man überhaupt was mit denen, wenn man das weiß? Dann kam auch irgendwas auf vorhin in dem Stream so, ja, wo ich meinen Podcast gemacht habe, 2 Tage vorher hat er Seiten rausgebracht. Und so ist so typisch. Oh, da haben sie alles ausgebuddelt dann, ja. Ja, ja, jetzt kommen die ganzen Sachen nämlich auf. Ja, richtig geiler Scheiß. Aber die Frage ist, wer von den beiden hat denn recht? Naja, also der Streamer sagt ja, dass sie das abgemacht hatten. Und da ich den persönlich besser finde, glaube ich ihn. Außerdem, warum sollte er da lügen? Ja, aber das Ding ist halt einfach. Und der andere sagt, das weiß ich nicht mehr. Ja, aber das Ding. Dabei wurde danach ein Clip gezeigt. Es wurde ein Clip gezeigt, wie beim Marvel-Spielen. Nämlich der eine dann wollte, dass Ocarina of Time kommt. Und er dann so, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich spielen darf. Oh, Alter, und den Clip hat er dann auch noch gezeigt, so, ne? Junge, so, ist mir ganz klar, was wer hier im Recht hat. Und der Chat, Ricky, du machst dir kein Bild. Wäre ich der andere Streamer gewesen, also der im Recht war, ne, mit Ocarina of Time, der es eigentlich spielen wollte, ich wäre so eskaliert, ihr macht euch kein Bild. Der Chat hat da noch so angestachelt die ganze Zeit. So richtig krass. Und jetzt stell dir mal vor, also, Ricky, nur um OOT blind spielen zu dürfen. Alter. Danke, aber nein. Zu dürfen, man will das. Ja, ich merke das schon. Aber die Frage, aber muss das unbedingt in dem Chat? Also dann kann man doch sagen, ja gut, dann mach ich vielleicht was anderes so, keine Ahnung. Finde ich halt nicht so schlimm. Ja, der andere hätte natürlich auch einfach sagen können, ja gut, dumm gelaufen, dann mach's halt. Ja, dann mach's halt. Aber die wollten anscheinend beide nicht zurückweichen und naja. Ja, es war dann auch, irgendwann wurde es ein bisschen kindisch. Man hat sich dann darauf geeinigt, dass beide das spielen, was sie ja jetzt auch machen. Oh, aber derjenige, der eigentlich im Recht ist, wollte unbedingt, dass er es zuerst spielt. Dass der andere jetzt aufhört, er spielt das zuerst. Und wenn er fertig ist, darf der andere. Der klaut mir die Views. Wo man sich dann auch dachte, ja, Views, Alter, bei Ocarina of Time, ich bitte dich. Ja, der klaut ihn die ganzen Ocarina of Time Blind Views heutzutage in 2019. Das ist der heiße Scheiß. Und dann sagen, Alter, Ocarina of Time, blind, das will ich sehen. Ja, ich guck's gerade, ne? Nebenbei, ja. Nebenbei, ja. Guckst du auch nebenbei wieder ein ASMR-Video? Nee, ich gucke tatsächlich gerade bei Lena van der Bett. Ah ja. Ich dachte gleich, kommt wieder irgendwie so ein kleines Mädchen da, die Schminkvideos macht. Man kennt's. Einmalig. Wer war das beim letzten Mal nochmal? War es nicht It's Cold Slow oder so? Ja, irgendwie so. Mann, ey. Was? Das hängt einem ewig nach. Das ist einfach so. Genauso wenig wie wir vergessen, dass Wollo und irgendwelche Dosen unter der Dusche trinkt. Ja, das mache ich schon ewig nicht mehr. Aber ich hab's tatsächlich einmal ausprobiert wegen dir. Mir wurde lange Zeit nachgesagt, dass ich Wein aus Tetrapacks trinke. Wein aus Tetrapacks? Ja, aber das stimmt ja auch. Richtiger Gourmet. Merkt das schon. Keine Ahnung. Find ich halt sehr, 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 sehr dumm. So. Keine Ahnung. Ich meine, wir hatten ja auch zwischendrin mal wieder so kleine Unstimmigkeiten untereinander. Ja, man muss versuchen, das aus der Öffentlichkeit rauszuhalten und zu klären halt, ne? Ich meine, ich erinnere nur einmal an das 120er Race, wo Wollo nachher geragequittet ist und Clay einfach dort hat, ja, ich muss denn jetzt mal los. Ja, gut. Wo muss Clay denn bitte hin, ey? Ja, das war jetzt nicht wirklich gut aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Das war
Rollen öffentlich. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, was da passiert ist. Du hast dich über das Spiel aufgeregt, hast geraged gefunden. Ich habe einen dummen Kommentar noch danach abgelassen. Du hast mich aus der Freundin. Ich war auf jeden Fall richtig sauer auf mich. Warst du richtig sauer auf mich so? Du bist irgendwie immer auch sauer auf mich. Auch, und auch bei jedem Finale. Ich lege nämlich auch Link's Awakening. Ich war ohne Grund, warst du sauer auf mich? Nee, es gab schon einen Grund, warum ich sauer war. Ich kann den nicht mehr nennen, aber das gab garantiert einen Grund. Nee, du bist immer Wollo. Und das ist vor kurzem erst wieder passiert, bei mir und Johnny mit Wollo. Wieso? Das Wollo auch. Ja, aber da war ich nicht auf euch beide wütend. Auf den Chat Den Chat und die ganze Situation war ich wütend. Außer hatte ich sowieso einen schlechten Tag. Ja, dann hatten wir gespielt? Irgendwann so ein Jackbox-Kram. Ich hatte einen richtig, richtig depressiven Tag. Mhm. Ne? Wollo wollte sich irgendwie ablenken, hat dann das Ding, kam man dann rein bei uns, wollte mitmachen und irgendwie lief das jetzt nicht so gut. Und dann ist er einfach gegangen. Wir haben es nicht gehört, was er gesagt hat noch. Und dann hat Johnny nur auf den Sack bekommen. Und dann haben wir uns Sorgen gemacht und Johnny hat sich richtig Sorgen gemacht, sodass sie, oh mein Gott, Wollo hasst mich jetzt. Ja, Johnny ist ja sowieso der sich so, oh Gott, und, nein! Ja, und ich dachte mir einfach, ja, wir warten mal einen Tag ab, vielleicht war es einfach nicht dein Tag und es hat sich ja so rausgestellt. Ja, als ob ich euch danach hasse. Ja, aber so wie gesagt, sowas hatten wir ja öfter. Nur genervt. Sowas hatten wir wirklich öfters mal. So, also wir hatten ja, also es gab ja Streit zwischen Moggy und Cornel, zwischen Cornel und Wollo, zwischen mir und Cornel, zwischen Cornel und Maeve, zwischen mir und Wollo und Cornel, zwischen mir, Wollo, Cornel und Maeve. So ist es halt, wenn man viel miteinander zu tun hat. Hatten wir ja. Damals. Ja. Damals haben wir das. Wir hatten viel miteinander zu tun. Früher, natürlich. Jetzt bringt mal, macht den Leuten nicht wieder solche Flausen in den Kopf. Jetzt haben wir schon tausendmal erklärt, aber das ist halt nicht so wahr. Naja, wir hatten also damals schon viel miteinander geschrieben. Du nicht so. Es ist aber nicht so gewesen, ne, wie die Leute sich das immer vor. Die Leute haben sich halt immer in gewisser Weise so vorgestellt. Oder stellen die sich auch heute noch so vor, habe ich immer das Gefühl, wenn es heißt, ja, möchtest du mit irgendjemand zusammen? So, ja, woher soll ich mir die Leute? Soll ich die Leute jetzt auf schnell aus dem Arsch ziehen oder was? Es ist halt nicht so, dass irgendwie alle Leute auf dem Discord sitzen und man dann einfach da reinjoint und sagt, ey Bruder, komm mal mit, ich will jetzt was machen. So war das nie. Nee, so, es war so, wir haben in die Skype-Gruppe geschrieben, dann kam erstmal lange Zeit nichts, bis ich nochmal geschrieben habe und sich irgendwann gemeldet hat und dann ging's los. Also ich kann jetzt sagen, zu der Aktivität der Rasselbande. Ich habe vor, glaube ich, 2 Monaten, das ist gar nicht so lange her, 3 Wochen, glaube ich, habe ich irgendwie, wir haben jetzt einen Discord, oder wir haben schon länger einen Discord, der wird halt nicht so genutzt, habe ich reingeschrieben, wer will mit mir hier so ein Koop-Spiel spielen? Pass auf, am 26.07. jemand Bock auf Wolfenstein Youngblood ist Koop Wolfenstein. Bis heute keine Antwort. Ja. Habt ihr mich rausgeworfen aus dem Rasselband-Discord? Nee, du bist da drin. Das ist der mit dem komischen... Wo ist der denn? Nee, der ist weg bei mir. Ich glaube, nur Clay hat geschrieben, netter Versuch. Nein, pass auf, Clay hat geschrieben, du weißt ja, Maeve. Ach da, wie und Normie Games, ja. Und dann hast du geschrieben, hoffentlich stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Und dann war nichts mehr. Also Leute, ne, das ist... Wir hatten damals mehr Kontakt, aber heutzutage ist es halt so ein bisschen... Also ja, wir können uns alle noch eigentlich immer noch recht gut riechen. Wobei ich sagen muss, Ricky und ich zum Beispiel, wir hatten eigentlich jeden Tag geschrieben oder gequatscht irgendwie. Ja, hatten wir auch. Also hatten wir wirklich. Jeden Tag? Ja, wir hatten jeden Tag. Wir hatten jeden Tag, ich kam auf dem TS, er saß auf dem TS, wir haben gequatscht. Also wirklich fast jeden Tag, oder wir haben über WhatsApp geschrieben. Und jeden Tag haben wir überlegt, was machen wir für ein Video? Da haben wir keine Ahnung gehabt, dann haben wir gesagt, ja, machen wir Rocket League. Dann haben wir uns so lange unterhalten, bis die entweder gesagt hat, ja komm, dann mach ich eine Rocket League Park. Oder wir sind ins Bett. Ja. Also das ist schon wirklich. Also Maeve und ich waren wirklich viel zusammen. Und dann haben wir Ashley immer noch dazu gezwungen, noch was mit uns zu machen. Und jeder, der auf dem TS nur kurz gejoint war, wurde danach direkt auf Skype angeschrieben. Ich habe gesehen, dass du da warst. Kommen sofort zurück. Das war auch so ein Ding. Man hat sich auch nie getraut, da einmal reinzugucken. Ne? Weil dann hätte ja jeder gesehen, dass du da warst, um zu gucken, wer da ist. Und wenn man dann gesehen hätte, okay, der und der ist da. Und die sehen, dass ich da war. Und gehen dann wieder raus. Dann wissen die ja, dass ich nicht mit denen reden will. Ja. Ist ja mega unangenehm. Manchmal ich auch so. Ich bin nur reingegangen, hey, was geht so? Ja, nee, ich hab nur kurz Zeit, ich wollte mal gucken, was so abgeht, weißt du so. Ich muss auch schon weiter, wir sehen uns. Ja. Aber auch da, also weil da auch mal denken, also da ist tatsächlich kein Beef. Da werdet ihr auch kein Beef mitkriegen. Gott sei Dank. Nee, ansonsten ist ja momentan so, es gab ja jetzt letztens erst wieder mit dem Hund, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, Wollo? Jetzt, was jetzt ganz, ganz frisch ist? Was hast du heute retweetet? Genau.
Entsprechend habe ich es heute gesehen. Ich muss mich mal kurz erinnern. Ich habe nur deinen Hund heute gesehen. Jemand hat ein Video aufgenommen, aber die falsche Datei hochgeladen. Am Ende des Videos und war in der Datei sieht man, wie sie ihren Hund schlägt. Wie sie den Hund schlägt und wegschubst und auf den Boden drückt und so weiter und anspuckt. Also schon richtig, 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 richtig eklig. Okay, das habe ich nicht gesehen. Das ist richtig eklig. Ist jetzt gerade, es ist heute auf Twitter gekommen. Die Alte hatte auf YouTube hatte sie ein Video hochgeladen und am Ende des Videos hatte sie noch Rohdateien dran gehabt. Und in diesen Rohdateien war dann halt das zu sehen. Ja, wo du schon erzählt hast. Genau. Oder warst du das gerade? Der es ja zweimal erzählt hat? Keine Ahnung. Ich hätte ja gerade drüber nachgedacht, ob das wohl vielleicht auch einfach Absicht war. Meinst du, jemand erstellt so einen Promo-Move? Das ist doch voll Negativ-Promo. Egal welche Promo, ist Promo. Das sehe ich anders. Das kann auch schnell Kanäle töten. Ich meine, erinnere nur mal an dieses Ding so. Ich weiß, das kommt, aber es gibt, was kann auch Kanäle töten? Da fällt dir keiner ein, ne? Aber es könnte durchaus passieren. Also nicht über Hundesachen, aber ich kenne Kanäle, die sind durch YouTube-Dramen getötet worden. Dann nenn mir einen. Lord Abaddon. Aber es war ein YouTube-Thema. Komm. Sehr extrem und das war früher. Ich glaube, heutzutage nehmen die Leute das Herr noch Herr Currywurst. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch gerade ein super aktuelles Beispiel. Ist dieser Kanal jetzt tot? Ich weiß es nicht. Ich habe den vorher nicht gesehen. Ich glaube nicht. Der hat doch richtig viel Zuspruch bekommen von seinen Zuschauern, oder? Soll ich doch mal kurz gucken in die Statistiken. Also, da guck ich doch mal in die Statistiken, wa? Bevor es wieder irgendwas sagt, wir haben gegen keinen der Personen was. Das ist natürlich trotzdem nur, und wir mischen uns da nicht ein. Das geht uns auch eigentlich nichts an. Aber es ist natürlich viel in der Öffentlichkeit ausgetragen worden. Und natürlich dementsprechend sind wir natürlich auch so, was ist da so los, ne? Man guckt natürlich. Und da kam das letzte Video vor 4 Wochen. Letzte Video vor 4 Wochen. Ja gut, das ist natürlich ein Problem, ne? Hab ich wieder recht gehabt, würde ich sagen. Aber wie heißt denn der Kanal? Ja, aber kann man nicht sagen, dass er tot ist, wenn er 4 Wochen nichts hochlädt. Ich hasse das. Das ist nie die Kanäle der, so heißen, wie sie heißen. Ich hab sich eine Auszeit genommen. Kannst du auch haben. Also da gab es ja auch so ein großes... Man hat ja... Also das habe ich auch von Anfang an nicht verstanden. So. Es gab ja erst so... Ich habe es übrigens unten reingeschickt in die Discord-Gruppe. Dann kannst du mal gucken. Es gab ja erst so ein Tweet, so ja... Ich glaube, es wurde erst ich glaube, es kam erst auf Twitter auf, wenn ich das richtig, oder auf Twitch auf, oder im Stream, weil jemand gefragt hat, warum macht ihr da nichts mehr? Hat wurde da jemand darüber gesprochen und dann kamen nachher Tweets und so, ja, wir wollen ihn ja eigentlich nicht. Also keine Ahnung, es war so, ja, wir möchten ihn irgendwie an den Pranger stellen, aber irgendwie auch nicht. Und wir sagen euch, wir lassen den Typen jetzt hängen und wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben, aber sagen euch nicht warum. Was hat natürlich die Community aufgewirbelt, wie sonst was, ne? Das ist ja. Ich sage mal, da darf ich mal Folgendes sagen. Der macht noch mehr Minus-Abos wie Wollo You. Das ist krass. Das ist krass, oder? Das ist schon krass. Finde ich auch krass. Damit ist man im Grunde schon so gut wie erledigt. Aber ja gut, die Views kann ich jetzt schwer einschätzen, weil wenn einen Monat halt kein Video kam, dafür noch knapp 600.000 Klicks, ist ja nicht schlecht. Wie ist denn seine Bewertung gewesen von letzten Video? Von letzten Video, das vor 4 Wochen kam, war die Bewertung, recht gut. 2.300 zu 500. Ja, da kann man ja nicht von Tod reden, oder? Naja, aber wenn man da durch... Also es gibt ja tatsächlich auch Sachen, es gab ja auch auf Twitch jemanden, es gibt ja so ein Leak-Kanal. Wie heißt der Typ jetzt auf Twitter? League of Legends? Nein. Leak Skywalker heißt der, glaube ich. Okay. Und der hat ja auch so ein paar Sachen über manche Twitch-Streamer gebracht und so. Und, also ich meine, holy shit, Mann. Also holy shit. Zum ersten Mal von. Ich habe da auch nichts von gehört. Aber ich bin auch in meiner Blase, ne? Ja. Also nein, also das... In meiner geschützten Sicherheitsblase, wo ich von all den bösen Leuten nichts mitkriege. Und da gab es auch Themen, so auch von Twitch-Streamern, da wurden ein, zwei Themen aufgewirbelt, wo dann einfach der Streamer, der war weg. Der war weg, der hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Das ist, glaube ich, schon ein Jahr her oder anderthalb Jahre. Also es kann wirklich, so negativ Promo kann deinen Kanal ficken. Das ist nicht immer gut. Ist das eventuell der angeheftete Tweet? Ja. Oder nee, es gibt ja auch nur hier direkt diesen einen. Ja, nee. Von 2018. Und wenn ich jetzt bei dem Typen, der angeprangert wurde, gucke, der hat auch im letzten Mal 2018 geschrieben. Ja, deswegen. Das ist auch direkt instant weg. Das ist halt, also sowas kann ganz schnell Kanäle töten. Und auch Personen. Und sowas kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Finde ich immer gefährlich, sowas. Ich meine... sehen wir zum Beispiel so ganzen Dramen momentan an, auch mit
diesem komischen McDonald's-Glas da oder mit oder generell dieses Drachenschanzen-Ding da und so. Das McDonald's-Glas ist ein Drama? Ist doch kein Drama. Naja. Das mit dem Schanzending ist aber viel krasser. Als das mit dem Schanzending ist wirklich krass, dass dann wir hingehen und da Stress schieben. Also, das ist auch mal so ein Debakel, finde ich immer. Keine Ahnung, lass den Typen noch so sein, wie er will. Aber um mal nochmal auf das McDonald's-Glas zurückzukommen, ja. Das McDonald's-Regenbogenglas, ne? Was ist denn damit? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Das soll in einigen Jahren zu sechsstelligen Gewinnbeträgen führen, wenn man das jetzt sammelt, laut Tanzverbot. Und ich habe mir eins gesichert. Ich habe für die Zukunft investiert. Mich abgesichert. Mit anderen Worten, du hast ausgesorgt, ne? Ich habe ein Coca-Cola-Regenbogenglas hier in der Küche. Nicht. Ich habe schon benutzt, leider. Er hat natürlich den Preis. Idiot. Er hat natürlich den Wert jetzt massiv beschädigt. Jetzt kriegst du noch 2 Millionen dafür. Aber es sollte immer noch reichen, um über die Runden zu kommen. Danke, Tanzverbot, für diesen Tipp. Nee, auch da gab es ja tatsächlich so ein bisschen so, hat er ja dann ein Video darüber gemacht. Ja auch da, ne, wieder keine negativen, wir sehen ja nur das, was wirklich passiert ist und so. Und geben das unsere Meinung, also zu niemandem irgendwie, ihr seid alle cool und so. Es kam doch noch gar nichts Negatives, jetzt rede. Nein, ich sag das nur vorweg, du kennst das doch. Es ist so, dass er hat ja dann über das Regenbogenglas gesprochen und dass das ja ein schönes Ding ist und so weiter. Und dann hat, glaube ich, Dingens hier, wie heißt der, Unge, ein Reaction-Video gemacht, hat sich ein bisschen drüber lustig gemacht, dann gab es direkt wieder eine Ansage und dann, ja, hier, das Glas ist irgendwann viel wert und dann kaufe ich Madeira auf und was weiß ich alles da. Also das ist auch schon wieder so ein bisschen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Glas immer was wert sein wird. Das halt friendly. Aber die Frage ist, wer will dir denn einen sechsstelligen Betrag für dieses Glas geben? Pass auf, er hat es ja dann auf eBay gestellt, ne? Ja. Und dann gab es tatsächlich ein Gebot von 133.700 Dollar. Und dann wurde das von eBay runtergenommen. Weil wegen, ich weiß gar nicht, wegen unsicherer, also wegen... Wegen Scherzbieter. Ich glaube nicht mal wegen auch Scherz, sondern ich glaube dann... Wegen Verdacht, dass Tanzverbots-Account gehackt wurde. Genau, sowas. Aus dem Grund irgendwie so. Hey, dass du auch nichts mehr machen kannst, ohne dass so ein Account gehackt wird. Ne? Ist das krass, das oder? Bisschen, Muss echt nerven. Ja. Ich meine, ich hätte auch... Oder er hat einfach kein Talent für Passwörter. Eins von beiden. Naja, aber eBay ist auch nicht das Sicherste, ne? Das ist ja auch keine Qualifizierungsgebimse da, wie um das Ding da heißt. Ist auch nicht sicher, muss man auch mal dazu sagen. Aber wie gesagt, es gibt in letzter Zeit, ich hab das Gefühl, so früher, so die Zeit, so, keine Ahnung, was hast du früher so geguckt, so? Ich habe ja damals geguckt, so, boah, Emero und so, da gab's irgendwie nie Beef. Oder? Ich habe Domtendo und Let's Play Markus geguckt und da gab's einen Riesenbeef. Zwischen den beiden? Na sicher. Boah. Das habe ich nie was von mitbekommen. Pokémon Three Gather, Alter, mit Rubin Ishara. Sagt dir das Stichwort Atombombe? Nee. Was ist da los bei dir, Regie? Nee, Mensch, das ist auch nichts. Pass auf. Das war der größte Streit in der Nintendo-Dings. Angeblich, ne, wie gesagt, das ist jetzt auch nur angeblich. Ich weiß nicht genau, ob es stimmt. Und auch da haben wir wieder... Wurde sogar die Polizei eingeschaltet. Es gab eine Anzeige am Ende. Okay. Aber frage mich nicht genau, warum. Auf jeden Fall, war es wohl so, dass Markus, glaube ich, die TM-Psychogenese versteckt hat und Domtendo dachte, die wäre eingesetzt worden. Und dann gab's irgendwie dafür schon Streit und am Ende hat er gedacht, dann wurde, glaube ich, Psychogenese einfach Garados beigebracht oder so. Irgendwie sowas in die Richtung, wenn man nicht so wie Domtendo das wollte. Und das war ein Problem. Und wie gesagt, und dann gab's die Polizeianzeige. Es gab auch noch, also man munkelt, es gab auch noch eine Anzeige. Wie soll denn da der Anzeige, die Aufnahme abgelaufen sein? Nee, weil dann irgendwie auch Stress auf den Kanälen und die Zuschauer haben sich gegenseitig zerfleischt. Und, ach, und das war schön. Sind die heute wieder cool miteinander, oder? An sich schon, aber es gab jetzt letztens wieder irgendwie einen Tweet, wo private Nachrichten veröffentlicht wurden. Oha. Aber das waren keine spannenden, nee, war nicht spannend. Ging nur darum, irgendwie... ob man nicht mal was zusammen macht, um ein bisschen die Abos zu pushen. Ja. Von früher. Mann, ich kann bei den einen kann ich nicht gucken. Da habe ich geblockt. Tja. Selber schuld. Nee, zu Recht. Also, sag ich auch nicht. Da äußere ich mich jetzt nicht zu. Aber, naja. Was soll ich dazu sagen? Finde ich halt, es ist halt, ne, es gibt wegen jeder Kleinigkeit irgendwie Stress. Finde ich ganz furchtbar. Du kannst ja aber auch heutzutage nichts mehr sagen, ohne dass sich irgendeiner wegen irgendwas angegriffen fühlt. Das stimmt. Wolle und ich haben die erste Folge des Podcasts gelöscht, weil wir Angst hatten, dass wir eine bestimmte Gruppe an Menschen verletzt haben.
Aus Angst? Na, aus das Angst. Hat man ja schon. Das haben wir auch. Ich hatte keine Angst, sie verletzt zu haben. Ich hatte Angst, dass sie mich verletzt. Ja, ich auch. Das haben wir ja in diesem Podcast hier schon mitbekommen. Du hast ja auch schon immer, wenn du was gesagt hast, immer wieder so ein bisschen relativieren und sowas alles, ne? Ja, muss man ja auch. Man muss heutzutage echt aufpassen, was man sagt halt. Wir sind, also, wie gesagt, wir haben da keine, also wir haben natürlich auch eigene Meinung und sowas dazu, aber es ist halt nichts irgendwie so, dass wir jetzt irgendeine Person wegen irgendwas verurteilen, sondern es ist einfach nur so, dass so kriegen wir das mit und so erzählen wir euch das. Also, es ist nichts irgendwie böse gemeint an irgendeine dieser genannten Personen. Guck mal, jetzt Personen muss das nochmal, jetzt erzähl das nochmal, dass wir das nicht böse gemeint. Ich sage euch jetzt aber, dass Ricky alles, was er gesagt hat, ziemlich böse gemeint hat. Komm, Wolle, du weißt doch selber, wie das ist, Wolle. Du sagst, irgendwas falsch, die Leute haben kurz gesagt. Es wurde doch überhaupt nichts gesagt, ja, was irgendwie schlimm aufgenommen werden könnte. Ich erinnere nochmal daran an die Sache mit dem Typen, mit dem Spendengoal, wo ich gesagt habe, nur ich habe auf Twitch gesagt, ja, ich habe ich vorhin mal erzählt, ich habe auf Twitch gesagt, da kam an, habe ich gerade mal für 60 gespielt, so, und meine GTA-Community oder die RP-Community kennt halt Speedruns nicht so extrem und die denken halt, boah, Ricky ist der schnellste, den es gibt. Ne? Die denken halt, boah, was ist das für ein geiler Speedrun? Ich denke mir so, boah, bin ich langsam. Und was soll ich denn machen, wenn ich Speedrun streeten will und ich will ja auch Speedrun lernen und sowas, Mario 64? Ich sage, ja. Da habe ich nur gesagt, und ganz nett, guck auf YouTube Tutorials, da gibt es zum Beispiel von diesem Momo welche, den mag ich nicht so gerne, aber der macht gute Anfänger-Tutorial-Videos. Und dann danach wurde direkt, es wurde geklippt und und der Clip hieß, der Hate is real. No, man. Ja. Weil die Leute halt übertreiben, ne? Ja, die Leute, es gibt, glaube ich, auch viele Zuschauer. Ich glaube, man ganz oft kriegt man sich einfach nur den Haaren, weil die Zuschauer vieles pushen. Weil einfach der Chat so sagt, oder der Chef ist aufbauschen so ein bisschen manchmal. Wie in der Sache mit dem Ocarina of Time-Streamer. Ja, vielleicht als Zuschauer will man ja vielleicht auch den Stress dann sehen, ne? Weiß ich nicht, will ich sehen, wie sich zwei meiner Lieblingsstreamer ankeifen? Weiß ich nicht. Ja. Weiß ich nicht. Ja, manche wollen das, ne? Echt jetzt? So Wollos? Ich auch. Wollo hätte auch den schönen, also ich hatte noch so ein Stück Holz nachgelegt. Lebens. Aber das liegt auch wieder daran, dass du missgünstig bist. Wie wir alle. Das ist wahr. Oh Mann. Aber ich hätte mich geärgert, wenn die gesagt hätten, entweder sie wetten, das ist abgebrochen. Dann wäre ich mit immerhin. Du musst doch sagen, Leute, seid ihr missgünstig? Dann schreibt es uns in die Kommentare hier. Ja, Leute, was habt ihr denn so mitbekommen? So an welche Fehler hat Ricky heute gemacht? Welche Fehler habe ich heute gemacht? Ne? Von wem werde ich jetzt verprügelt? Nee, ernsthaft. Schickt es allen entsprechenden Leuten die passenden Stellen, wo wir wieder herziehen über sie. Damit ich ordentliche Twitter-Promo bekomme. Ja, klar, danke. Twitter-Game is real. Nee, ich hoffe, ihr habt irgendwie auch ein bisschen Spaß dran gefunden und habt vielleicht noch ein paar Sachen, wo ihr sagt, Alter, ja, das habe ich auch mitbekommen oder habt ihr das nicht mitgekriegt? Und was ist so das schlimmste Drama, was ihr mitbekommen habt? Das dürft ihr uns gerne. Apropos nicht mitgekriegt, ich will eine Sache noch anmerken, ne? Der aalglatte Maeve hat einfach niemanden angegriffen hier. Von ihm wurde kein Name genannt. Ja, okay. Der Altglatt. Mock hat eine Glatze. Haha. Ach du Scheiße. Das sieht aus so. Ich kann mich noch erinnern, wie er vor ein paar Jahren sagte: Oh Scheiße, ich krieg langsam eine Glatze und ich will das nicht. Und jetzt. Ich habe vor 4 Jahren eine Photoshop-Datei gemacht, wo ich Moggy eine Glatze aufgesetzt habe und gesagt habe, das ist Zukunft. Und ich habe damals zwar nicht an den Bart gedacht, das muss ich gestehen, aber es ist eingetreten. Ich muss aber sagen. Ey, aber die Flucht nach vorne ist bei sowas das Beste, was man machen kann. Ja. Und ich habe das Gefühl, du kriegst eine Glatze, lieb sie, mach's einfach. Dann lieb sie. Dann ziehst durch. Und ich habe das Gefühl, genau. Sobald Wollo seine Cappy lüftet, sieht er aus wie Moggy. Maeve. Ich bin gesegnet. Ah ja. Okay. Aber ich krieg Geheimratsecken. Ja, die habe ich auch, die hat doch jeder. Das ist man trotzdem das gesegnet. Das ist der Stress, Ricky. So, jetzt machen wir hier langsam Schluss, ich muss auf Toilette. Gut. Meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, wo auch immer ihr das gerade guckt, wir wissen natürlich noch nicht, wo wir es überall hochladen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen oder die Episode dieser heutigen Pete Boys Ausgabe. Anregungen, Verbesserungswünsche und so weiter und so fort, gerne unten in die Kommentare, sofern es unten eine Kommentarfunktion gibt. Wenn nicht, gerne auf Twitter, @WordoU oder @YouTubeWordoU, @MaveExplorers und @RickyMania. Wünsche euch einen traumhaften Abend, morgen, Mittag, wann auch immer ihr das Ganze hier guckt. Vielleicht sollten wir uns ein @Pete Boys zunehmen. @Pete Boys. Können wir mal machen? Ne? Wenn mal irgendeiner sich dazu überwindet, ne, reden wir im nächsten. Schreibt einfach #PeteBoys. Bis dann. Tschüss. Ciao.